Kannst mal probieren, wenn du drauf bist, ob mit N kannst du reingehen. Da in der Nähe bist, wenn du auf N nach der drauf bleibst. Aber selber weißt, selber dockt. Nein. Nein, okay. Ich kann nicht rechts durchfliegen, ohne dass ich wäsch. D. A, D gehst seitwärts. S gehst rückwärts. W gehst vorwärts. Ich kann mal schauen, ich da bin, so, das wäre etwa gerade. Ja. Ja, noch ein bisschen führen. Führen. Jetzt kannst du runter. Kontrolle. Habe ich Gears draussen? Ja. Noch ein bisschen führen. Geht hure schnell runter. Ja, kannst du das Mausrädchen noch ein bisschen führen. Ein bisschen führen. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Jetzt kannst du parken. Parkt. Gut. Geil! Das Ding hat sogar Missiles drunter, habe ich gerade gemerkt. Ja, ja. Hast es du es zugemacht? Ich habe zugemacht, aber ich glaube, es buggt, gell? Ja, voll, ich sehe oben leer. Warte, ich gehe mal eins rein schauen. Nein, Sven. Okay. Ja, komisch. Ich habe es schon zugemacht. Nein, ja, bei mir ist es jetzt zu. Sobald da raus. Lass mich raus! Ah! Jetzt gehe ich mal führen, das Kommando-Ding da. Nein, da ist es jetzt wieder offen. Maxref has left the channel. Has left the channel! Wenn ich jetzt mein Schiff da lade, komme ich es noch nie mehr über. Ich glaube, wenn du dich. Oder? Nein, du kannst sie jederzeit ja claimen. Willst du mal da mit dem dicken Pott fliegen? Da? Ja, los, let's go. Das ist der Bridge, oder? Mhm. Was kostet dich jetzt da die Teile und das Zeug eigentlich? Welche Teile? Ja, eben der bessere Quantum Drive, Radar, ja, so. Und Shield und. 100.000 umeinander. Okay. Das ist auch der richtige Alpha, merkst du schon, weißt du, was. Irgendwie mega teuer das Zeug gemacht. Frage ist, wenn sie dann mal fertig sind, ob das, was du jetzt hast, kannst du behalten oder nicht? Nein. Das ist nur das, was du gekauft hast. Der muss mega gegen haben, also wenn mal Trieb hast, Auftrieb, dann zieht er noch mega nachher. Ja, das ist so, das ist eine recht träge Geschichte. Was ist jetzt, wenn ich da oben am Kommandostand stehe? Was passiert? Nein, du hast Kontrolle. Aber mehr als 200 fahren fliegt das Ding nicht, hä? Da ist der Begrenzer drin. Das
Ausredeln gegen Opsi 3. Auf der Seite siehst du das Viereck. Ja, aber dann komme ich ins Rote rein, oder? Das ist ja nicht gut, ja, oder? Ja, aber wir sind ja im Weltraum. Das ist auf der optimalen Manövering Speed. Im 600er, 700 Machter. Und dann vorher wird geschossen, Sascha, siehst du das? Oh nein, das sind meine Dinger. Ah, das zeigt mir an, wo ich ankomme. Okay, 1300 ist so maximal möglich, hä? 1230, 32, ja, so und das umeinander. Wie tust du bremsen? Entweder mit S, also Rückwärtsflug, oder mit X. X ist so Airbrake. Wow, aber der Airbrake ist absolut schlecht. Auch Rückwärtsflug geht voll scheiße, Mann. Es geht mega lang, bis er abgebremst hat. Ja, schon klar. Ob ich rausstarten kann, während du fliegst. Mal probieren, ja. Ja, bitte aus. Ich habe irgendeine Warnung gehabt, das ist wie das Ding war. Ja. Kollisionswarnung, ja. Ja. Aberdeen! Wo ist jetzt das hure Ding, wo das hure die Station, wo wir gsi sind? Hinter dir. Oder ja, ich weiß gar nicht. Wie hat sie geheissen? Ist Everest Harbor müsste das sein, wenn du jetzt B drückst. Ja, da kannst du den Quantum Drive, das genau, habe ich gesehen, ja. Das müsste das Viereck sein. Einfach das richtiges Quadrat. Ja, aha! Also richtig viereckig, nicht noch auf den Kopf gestellt, Viereck. Ja, genau. Müsste jetzt irgendwo im Orbit sein. Ah, musst gegen den Planeten abschauen. Anvil Pieces Expedition. Das bin ich. Nein. Ah, das bist du, ja. Auf den Planeten abschauen, dann siehst du es. Das ist komisch, rund. HDSF. Nein, das kann es nicht sein. Nein. Norwegen ist es auch nicht. Nein, ich sehe das nicht im Fall. Urschreck. Mach mal F2. Clear Route. Clear Route, ja. Jetzt tust du dort, siehst du das Dreieck, das Blaue. Das auf dem Kopf, das auf dem Kopf stehende, ja. Dreieck. Du hast, ja, Doppelklick. Grün ist das. Ja, genau. Okay, dann habe ich Hursten und Aberdeen. Du musst ein bisschen scrollen. Du müsst Everest Harbor stehen. Everest Harbor. Da steht Doppelklick drauf. Okay. Set Route. Jetzt müsstest du genau noch einen Marker haben. Jetzt drücke ich wieder F2 zum Rauskommen. Ah, okay, aber es ist immer noch das Viereck, das auf dem Kopf steht. Das ist kein richtiges.
Weil du anvisiert hast, ja. Sonst wäre es richtig gewesen. Sonst wäre es das Quadrat, ja. Also kann ich dann, wenn ich jetzt nochmal F2 drücke und nochmal Clear Route mache, dann wieder rausgehen. Ich habe es genau, ich ziele jetzt genau drauf. Ah, alles klar, ich habe das angeschaut, das ist aber kein Quadrat. Es hat ausgesehen, wie so eine Suche. Ein Raum. Nein, wie ein Suchzeichen von den Sowjets früher. Ah. Da hat die Sichel und das Ding. Ich habe das schon gesehen und dachte, okay, es zeigt nichts an, das ist irgendeine Konstruktion auf dem Planet. Fliegen wir mal an. Wenn der Quantum ganz aufgespult ist, einfach lang auf B bleiben. Ja, 100 Kilometer, das geht. Ja. Geht schon. Wow! Okay, ich bin hier. Wie tust du das Gier rauslassen und reinnehmen mit G? N. Wie weiss ich, ob es draußen ist oder nicht? Auf der Seite links hinten hast du so vier Zeichen. Weitol. Ja, und dann das Gier. Und wenn das Gier blinkt, ist es draußen, oder was? Wenn es hell ist, ist es draußen. Aha, und CPLD und ESP, was ist das was? Das eine ist decoupled. Da tut er eigentlich immer. Everus Harbe zeigt es mir rot an. Aha, ja, wegen dem Quantum Drive, genau. Ja, okay. Du musst den Quantum Drive abstellen. Aber er zeigt es mir die Position, das Ding nicht an, weißt du, wie nahe ich bin. Ja, genau. Der rechtzeitig auf abbremsen, gell? Ich fliege nur 100. Weißt du, dass du mal stehen bleiben? Komm mal schnell andocken wieder. Wie soll ich Energie abschalten, dass wir stehen? Nein, einfach die Speed ganz zurücknehmen. Okay, ich kann mich ein Ding hinterher schauen. Mach die Türen auf. Ah, da hat gewackelt ein bisschen Zeug rum da, okay. Ah, das ist der Medical, scheiße, ich muss eins Opsi haben. Ja, genau. Aber ich stehe jetzt oben drauf geparkt. Auf dem Schiff? Ja. So, warte, ich gehe mal Technical Deck und gehe mal schauen, wie es aussieht. Okay, ich mache das Dach jetzt also nicht auf, hä? Mach auf. Nein, warte, ich will zuerst schauen. Aha. Ich will zuerst schauen. Ich muss da den anderen Elevator nehmen, dahinter, da, dass ich da raufkomme. Da gibt es noch einen zweiten Weg dort rauf, ich glaube nicht, oder? Nein. Ganz obsi willst du nicht, nein. Kartografie-Dick. Yeah. Geil, jetzt stehst du wirklich drauf. Ich sehe dich jetzt zwar nicht, hast du so ein Loch aufgemacht. Jetzt sehe ich dich. Das hebt jetzt. Könnten wir jetzt so landen? Ja. Da oben hat es einen Grid. Ist das dann ein magnetisch so ein Teil oder was? Mhm. Also, da könntest du eigentlich zwei Schiffe mitnehmen: eins oben drauf und eins innen drinnen. Genau. Weißt du, ich habe gesehen, du hast vorne offen.
probiere ich etwas. Bohren reinfliegen? Mhm. Warte, ich gehe runter schauen. Warte, nicht zu schnell. Schau langsam, ich komme. Ja, nein, es ist nicht offen. Ich kann es gut tun. I'm on the way. Das kann ich jetzt eben nicht auftun. Nein, warum nicht? Gibt es nur den links dort, also den rechts, meine ich, das eine Ding, wo das steht. Ja. Kannst du nur dort auftun? Genau. Kann ich es echt oben vom Kommandositz aus nicht aufmachen? Das weiß ich nicht, vielleicht. Moment, ich probiere es mal. Ich meine, ich kann überall reinhocken und fliegen mit ihm, also das hätte ich doch auch so können auftun, nicht? Schon, ja. Ja, macht für mich keinen Sinn sonst, ja. To the bridge, to the bridge. Schnell, schnell, to the bridge. Wo fände ich das zum Auftun? Irgendwo. Würde stehen, Open Exterior. Hour off. Open Exterior. Geht's auf? Ja. Ich hoffe. Okay, ich gehe wieder aus dem Sitz raus. Moment, ich komme dich einweisen. Einen Moment, gib mir eine Sekunde. Ja, ist schon gut. Ich sehe dich. Also das ist in dem Fall ein Bug, dass das nicht geht. He? Ja, es geht natürlich darum, dass nicht... das Schiff nicht gestüpselt wird. Ja, dass wenn die Tür zu ist, dass nicht auf deine reinkommt. Jetzt muss ich es abdecken, oder? Mhm. Okay. Also. Kommst du, probier's mal. Lang, musst du langsamer. Du musst einiges langsamer. Du bist viel zu schnell. Aber du triffst es, glaube ich. Jetzt musst du ein bisschen rauf. Noch ein bisschen rauf. Stopp. Geradeaus. Geradeaus. Geht nicht mehr, geradeaus. Nein. Hängst fest. Hang ihn da fest. Ja, dann jetzt zwei Dinge. Jetzt stopp. Tu mal an, parkieren. Nein. Nein, so hast du Flügel. Machst Flügel kaputt. Das Gier raus, genau. Jetzt stehst du fix drinnen. Stehst drinnen? Ja, du stehst. Steh auf der Rampe. Die Frage ist, wenn wir es jetzt zumachen, ob es echt kaputt geht, so ein Schiff. Kommst du da vorbei? Zu mir? Hehehehe. Fliegende Mäntel auf mich zu. Hast du jetzt zugemacht? Mhm. Oh. Weg hier! Schiff explodiert! Oh, das war's mit meinem Schiffli. Wo
Oh, ich fliege. Scheiße. Siehst du es denn noch? Mhm. Ist es noch ganz? Ja. Oh, es hat schon ein bisschen Schaden. Also komm, ich gehe wieder zutun hier und lade ich oben rein. Oder oben drauf, komm. Ja, da kann ich nicht wählen, da kann ich nicht wählen, da, genau, Elevator. Open Exterior, Close Exterior, Press to Unlock. Was heißt Press to Unlock? Ah, oh, ja, der kann sie dann auftun. Ah, jetzt kann ich es unten auftun. Mhm. Ah, Close Exterior. Jetzt hat es zugegangen. Ach, ich mach mal Press to Lock. Aber kann ich von hier aus nicht das obere aufmachen? Mo, Exterior schafft gerade alles auf. Jede Rampe, jede Öffnung geht auf die auf. Okay. Also komm, ich mach es zu. Damit kannst du oben drauf landen. Jetzt geht's auf, oben. Ja, ich habe alles aufgemacht. Oh. So, aber kommen wir mal bei Feierabend. Es ist 11:30 Uhr. Ich komme schon spät, ich bin müde. Ich lade dich aber landen mit dem hohen Riesenschiff. Da bin ich mich, traue ich mich noch nicht. Ich traue schon, aber. Das ist nicht wahr. Nicht bewegen, nicht bewegen. So. Haben sie es geschafft? Jo. Bist du jetzt drinnen? Ja. Kannst alles zumachen. Wie tust du da beim Harbour sagen, wo du hin willst? F1 und... F11. F11. Der Everest Harbour. Vielleicht musst du auch näher hin. Näher muss ich sein. Wie ist so eine rote Schrift gekommen? Talking to ATC. Wo sollte das kommen? Bei? Auf der Mitte oder was? Ja, warte schnell. Das oberste oben müsste sein kommen. Ja, musst näher rennen. Jetzt muss man aufpassen, dass wir da nicht.
Und wo müssen wir hin? Ich weiss nicht, hast du angefragt? Ah, Thanking for Contacting hat es jetzt geheißen. Ich dachte, du hättest schon etwas gemacht. Nein, nein. Jetzt musst du F11 drücken. Jawohl. Nach Treben. Everest Harbor. Jetzt ist eine Invitation gekommen vom Nexarev. Okay. Okay, jetzt bin ich. Habe ich jetzt angenommen. Jetzt bin ich. Habe ich F11 gedrückt. Jetzt habe ich Global Chat vor mir. Pending Friends Channels. Muss ich Channels gehen? Nein, Friends. Friends? Ah, Everest Harbor, genau. Und dann das Ding drücken. Please proceed to side landing bay. Okay, we come. Oh, das ist der falsche Knopf, ich muss Ctrl drücken, ich Idiot. Ich sehe es eben nicht. Zeigt es mir nicht an. Da unten hat es doch so zwei waffenähnliche Tourette rausschauen. Gerade im rechten neben der anderen müssen wir hin. Ich tue jetzt Kontrolle, dass ich da auf die Höhe runterkomme. Das ist, glaube ich, am einfachsten, wenn das Schiff so träge ist. Das ist es auch. Sehe ich deinen Arsch, Sascha. Schön. Jetzt ist besser. Es ist mega cool, die Glasscheibe da. Ja, voll. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich da so easy reinkomme. Am besten davor hin, dann drückst du F4. Dann siehst du das Schiff von hinten raus. Dann geht es am einfachsten. Hier ist N, hä? Genau. Also F4 von außen. Hey, das muss ja passgenau reinbringen, hä? Ja, es hat nicht viel Spatzig. Oh, jetzt ziehst du ob sie.
das wollte ich nicht, wollen, ja. So. Ich wollte rumschauen, ohne dass ich... Du musst das Y drückt behalten. Y drücken und dann kannst du rumschauen. Okay, das heisst, ich könnte jetzt hier noch ein bisschen runter. Fertig! Ja, drück die Leertaste, dann kommt er wieder ein bisschen ab sein. Genau. Jetzt auch vier mit dem Eindrucken. Okay, was mache ich? Nein! Geht schon, mach wieder Innenansicht. Ah, oh. Oh. Genau. Oh. Jetzt einfach geradeaus rein. Stipptopp drin. Die einfach auf die Mitte. Und... Bevor du aussteigst, machst du mir bitte ein, damit der den Engine abschaltet. So, jetzt. Moment, jetzt nochmal F4. Ich bin immer noch nicht voll drin, hä? Macht das Tor zu, das heisst, ich habe es geschafft. Ja, oder? Musst noch weiterführen. Gut, stopp. Jetzt runter. Jetzt macht das Tor zu. Okay, jetzt tue ich eindrücken. Genau. Jetzt R drücken, oder? Nein, nur I, damit. Einfach die Engine abschalten. Und jetzt Z. Fertig. Genau. Fertig. Heieiei. Jetzt nochmal einen hohen Adrenalinschub, gell du? Wie lange geht es, bis wenn das Schiff kaputt geht, bis du es zurückgeclaimt hast von dem Ding? 45 Minuten. Okay, das geht noch nicht. Irgendwie 3 Tage. Nein. Aber jetzt läuft es schön flüssig, aber meine CPU ist immer noch bei 97%. Die CPU ist bei 72%. Ah, jetzt ist es gegangen, jetzt geht er rauf, jawohl. Und das Ethernet geht auch voll ab, habe ich gemerkt. Ja, gut. Wo bist du jetzt so? Ah, da. Ist aber ein schönes Schiffchen. Ich will auch so eins. Wo ist die Schmuggelroute? Ja, die ist nur gelaufen worden mit Invictus. Jetzt läuft es dem. Du hast einfach können irgendwie gamblen, so viele Millionen geben und dann hast du genau das gleiche wieder zurückbekommen. Ja, nein, hast müssen Cargo kaufen für 17 Millionen. Du hast 34 zurückbekommen. Und die Mission war, die Cargo von A nach B bringen, fertig? Ja, es war keine Mission, nur kaufen, verkaufen. Okay. Und wie manchmal bist du geflogen, bis du das ganze Cargo gehabt hast? 6 Mal bin ich geflogen. Okay, 6 Mal ist aber nicht viel. Nein. Stoppt schon einmal Abend. Ja. Das habe ich 70, 80 Millionen gemacht. Ah, du hast das Ganze 6 Mal gemacht? Ja. Ah, du Arsch!
Kannst du mir Geld schicken? Ja. Mach ich dir sehr gern. Kannst du das wirklich nachher, also wenn es jetzt gekauft ist, das Schiff, und sie kommt irgendwann mal von der Alpha ins Beta, behaltest du denn die Schiff? Nein, du behaltest nur die, die du gekauft hast. Ah, die, die du mit echt Geld gekauft hast? Ja. Also. Ja, das ist nicht mehr fraud. Du länger zu sagen, wenn es du hast. Kannst du jetzt, weißt du, soll ich jetzt mal schauen? Soll ich mal schauen, ob ich meine Dinge muss claimen? Oder ob ich ihn muss ein? Ja, ich müsste ihn jetzt claimen. Aber wenn ich ihn jetzt nicht claime, bleibt er bei dir im Schiffli? Vielleicht. Können wir ja schauen. Und jetzt schauen wir jetzt noch, ob wir noch einen Feierabend. Hast du Fremo, dass du eigentlich so... Nein, nein. Hangar 5. Normal, wir sind immer irgendwie... Bist es du oder der Dani, der sagt, hey, Feierabend, heimgehen? Ja, aber wenn ihr morgen mal in Ruhe eins wollt, saufen, zwischen 5 und morgen um 12:30, kommen die Bar ins Pub. Ein bisschen rauchen und ein bisschen sitzen. Ein bisschen reden. Kannst du von den Dingen auch erschlagen werden? Ja, ja. Oh. The Secret Way. Ist das was? Ja, eigentlich der Notfall. Gang. Für die Bridge. Mhm. Ja, da steht sie, schau. Hehe, geil! Das nächste Mal, wenn wir. Das nächste Mal, wenn wir gehen und wir können endlich mal wieder eine Gruppe machen, dann gehen wir so und dann gehe ich mit dem Ding fighten. Dann kann ich es auch equippen hin. Ja, das glaube ich nicht. Vor allem, es steht da ohne Füße. Es steht nicht auf den Füßen. Okay, das ist komisch. Kannst du einsteigen? Nein. Du musst. Ich kann die Türen nicht auftun. Ich fliege eigentlich gerade. Okay. Gerade jetzt auf den Füßen. Jetzt ja. Jetzt hat es den Salz genommen. Okay. Okay, wir blocken den echten Flyway. Seid es jetzt bei dir? Ja. Ah gut, weil du natürlich in meiner Flight Bay bist. Wieso kann ich jetzt das Tor nicht zumachen? Ich kann es zutun, wie mache ich jetzt das zu? Hier. Close the door. Kannst du dann auch zwei Vehikel spawnen? Bis zu drei. Okay, dann müsstest du eigentlich eins von deinen rein tun, he? Ja, genau. Dann könntest du es wahrscheinlich auch equippen. Ja, oh, danke schon. Also weißt du, nachfüllen und Service laden, ne? Das ist das Ding.
Ah, das wäre jetzt geil gewesen, so ein bisschen weit wegfliegen auf einen Planeten und komische Tiere anschauen und ah, oh, wie Ja, schön. vor allem kannst du ja auch Auto mitnehmen, weißt du? Ja, da kannst du jetzt sicher eins mitnehmen, wenn nicht Ja, zwei. Da könntest du glaube ich sogar zwei mitnehmen, wenn du schön parkierst. genau. Aber weißt du, die Ramp hier, da, das da hier, das ist ja eigentlich gemacht. Wow, jetzt hat es mich zum Game ausgerührt. Bin ich, wo bin ich jetzt? Aha, du hast Schiff eingeparkt. Jetzt hat es mich einfach direkt zu dir angeportet. Okay. Weißt du, so eine, die hohe Ramp im ersten Ding, wo du reinkommst, dort die Rampen raufgeht, hat sich so ein kleines Ding, das du rauflassen kannst. Was normalerweise braucht bei Flugzeugträgern, wenn es Schub gibt. Das ist doch sicher gedacht, dass du dort drin ein Schiff reinstellst. Ja, denke ich schon. Das ist sicher nicht gedacht, dass. Also nur Autos, Autos sicher auch, oder? So, ja. Ja, aber ich habe dir Ich hab's gut gemacht. das Discord hat er noch Dinge nicht da. Das ist momentan das beste Angebot, das es gibt. 4, Moment. Ich bin jetzt aus dem Game raus. Ja. Wo hast du so unter Clips und Highlights oder wo hast du es drin? Ankündigung, glaube ich. Bremsschutz. Ich kann fiddeln. $71, say $15. Was kommst du da über? Kommst. 120 Monate Insurance, okay. Ja, das ist dann 10 Jahre. irgendwann ein Spiel draußen ist, ja. Der Download vom Star Citizen Squadron 42, das war ja irgendein Solo-Einzelspiel ist. Und eben das Schiff. Das. D8X, aber das habe ich ja sowieso. Aha, das müsstest du kaufen, das Ja. kannst du behalten. Genau. Okay. Also das heisst, wenn es vom Alpha ins Beta reingeht, dann musst du ein Schiff kaufen am Anfang, das Game kannst zocken. Nein, du musst dir jetzt sowieso müsstest dir ein Game-Paket kaufen. Könntest zocken. Du musst dir ein Schiff kaufen, mindestens. Okay, du hast jetzt eins gekauft. Ja, 14, ja. Was, 2014? Du gamest das hure Game schon fast 10 Jahre. Nein, ich habe es jetzt auf die ewig nicht mehr gespielt. Also. Aber es ist in 10 Jahren, Gott vertelle, in der Alpha. Ja. Und haben sie schon irgendwie mal gesagt, wenn sie von der Alpha wegkommen? Nein. Und sie verdienen Geld mit dem Hurenspiel. Ja.